Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von mir und vom lieben Justin, dem Gegner vom Challenge-Projekt. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Erzähl ich da mal das Mikrofon. Und ja, wir sind mal gerade da dabei, wie ihr seht, und spielen jetzt beim Gegner. Julian, der Livestream. Marco, und natürlich nicht vergessen, beim nächsten, 21 Uhr. Nächsten Freitag wieder um 19 Uhr auf Twitch bei mir vorbeizuschauen. Das ist ja wirklich so, schau mal bei dem rüber vorbei hier, Leute. Wir sind natürlich auch live im Livestream, Leute. Gib mir gerne ein paar Tipps. Spioniert auch gerne bei dem drüben im Livestream, das muss sein. Und jo, wir sind hier fleißig am Festfahren. Oder fahren uns halt mal selber fest, auch kein Problem. Weil es ist ja leider noch keiner von Melu da, oder geschweige es kommt keiner heute. Nee, Leute, nur mal so nicht wundern, die Leute von Melu kommen noch. Die sind heute auf einer Fortbildung. Jetzt endlich mal ordentlich arbeiten. Spaß, sie haben bis jetzt immer sauber und ordentlich gearbeitet. Aber Kopf drüber. Jo. Ah, ich hab doch gesagt, ich will gar nicht verdichten. Ich muss nur noch ein bisschen was reinfahren. So. Herr Kollege. Auf jeden Fall, Leute. Hä? Herr Kollege. Was ist los? Kann man bei Ihnen den Ladewagen ausleihen? Ja. Ja, das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Willst du? Oder kann ich da in 2 Sekunden wieder hören? Ah, doch nicht. Nein, das nehme ich doch. Weil der Herr Kollege dann vom LU ist ja nicht da. Wir machen, ach so, die Zeit muss vielleicht mal. Ja. Mann, jetzt habe ich mich verfahren. Fast. Ja. So. Mach 10 Euro die Stunde, dann passt. So, aber. Immer. Aber. Ich habe mal frecherweise. Wow. Mal in eine Folge geguckt. Die heutige, also heute am Freitag. Und da ist mir so aufgefallen, dass du. Dein Düngestreuer verkauft hast und hast dir dann Düngestreuer gekauft, der kein Kalk kann. Und dann hast du das bemerkt und dann hast du dir nochmal den gleichen gekauft. Was ich weiß, ich hab schon gecheckt. Ich gedacht, der was mehr Arbeitsbreite hat, kann auch Kalk, aber das habe ich erst dann gesehen. Das ist auf jeden Fall ein 50 Meter, Junge. Hab ich mir gedacht, Alter, was ist bei ihm los? Aber ich gesehen, dass er kein Kalk kann. Oh Mann, aber Fehler passieren. Aber jetzt noch eine kleine Sache. Das mit dem Kalk, das, die haben mich voll übersorgezogen, weil der Kalk von Melu war nämlich genau hinter dir. Wow. Den wolltest du nämlich davor. Wenn die kommen, dann können sie sich aber was anhören. Dann. Ja, das kannst du nicht in der Folge auch sehen. Du wolltest ja hinten ein Kalkding reinmachen, das ging aber nicht. Und das war von dem Melu. Und, du kannst ja keine Big Packs vom LU aufsammeln. Das heißt, wenn du eins von denen genommen hättest, könntest du das da ist aufsammeln. Mein Logger. Jetzt denke ich mir, hey, wo ist mein Logger? Hinter bei ist es ja da drin. Moin, läuft bei dir auf jeden Fall. Und jo, liebe Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so macht, damit wir immer schön dabei sein können, was er so macht. Und ja. 20 Uhr. Jetzt gehst du das da abheften, das Zeug. Und zwar jetzt. Ja, mach ich jetzt. Jetzt? Ja. Wenn ich fertig bin, das da auch. Ach. Ich hab dir das letzte Mal geschickt, aber ich kann dich nicht abhelfen. Da muss man sein Bett gemacht. Ja. Weil ich bin immer Flasche um. Ich mach das gleich hier alles. Okay. Er kriegt jetzt einmal den Real Life am Launchies. Schaut gerne einmal bei ihm vorbei und dann schauen wir weiter. Jo. So, dann haben wir das erste eingeloggert. Und dann passt das so. Wow. Muss ich mal kurz einmal durchschauen.
Jetzt werden wir da mal kurz das verdichten da. Und dann schauen wir weiter. So. Hat der Herr Kollege Anschiss gekriegt in Urlaub? Kann die Musik vielleicht, vielleicht leiser? Ja, gar kein Problem, mach ich egal. Oh Mann. So. Ist der Kollege hier am Verdichten? Mhm. Mhm. Die Arbeit macht sie ja nicht von einem Land. Nee, das sowieso nicht. Danke, kein Ding. So. Denken wir noch hier vorne das. Muss eigentlich alles so weit gedüngt sein. Aber mein Bester. Moin, moin, Paulus. Was geht, was geht, was geht? So, dann. Was hattest du dir jetzt eigentlich bei dem Düngelstreuer gedacht? Nix. Ja, ja, mach den nur lustig. Der Herr Kollege, glaub bitte, ihr seid einmal lustig drauf. Oh Mann, ey. Aber die. Ich liebe es so. Wart nur, irgendwann kommt die Retourkutsche, wart nur. Ja, ja. Fehler passieren einfach. Sorry. Oh Mann. Aber das ist eine Challenge hier. Hier muss ich mal, hier muss ich mich drüber lustig machen hier. Jetzt hatte ich aber noch irgendwas, was ich dir sagen wollte. Das weiß ich gar nicht mehr was. Wow. Er hat wieder mal sehr viel aufgepasst. Ja, ja, ja. Hast du zufällig einen Radlader? Oder halt so irgendwas, was man... Ich? Ja. Ich habe irgendwann einen Frontlader, wenn ich meinen kaufe. Warum? Na, passt schon. Frag doch was der Lu. Ach, scheiße. Ist ah, ja bist du so lustig. Oh Mann, ey. Ich, ach so. Ey, du hast bis jetzt in den 8 Folgen, jetzt sogar in der 9. Folge, hast bis jetzt einmal die Stumm geschalten, Junge. Na, warum? Was ist denn los? Ich, na gut, ich hab mich nur einmal, aber egal. Was ist denn der los? Nix. Nichts. Ansonsten, erzähl mal ein bisschen was. Was gibt's denn? Nein, nix. Wie, nichts. Ja, was geht bei dir so? Warum, hallo, Paulus ist doch da. Ja, Paulus, komm mal schnell vorbei hier, wir brauchen dich. Ich sehe nichts, ey. Ich sehe gleich auch nichts. Vor lauter Dollar-Regenzeichen da. Mann, jetzt haben wir wieder festgefahren wegen dir. Ich sehe nichts lauter, ich sehe nichts vor lauter Sojabohnen hier. Keine Ahnung. Lala. Also der Profi ist wieder am Werk da, muss ich sagen. So lala. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz. Na, was ist dein Plan? Nix. Der Vader sie hat verboten. Du willst mir nur nicht erzählen. Mhm, genau das ist es. Kannst mir doch vertrauen. Mhm. Ich bin ein vertrauenswürdiger Partner. Oh Mann, ach Mann, ich muss ja wieder Netz werden. Nichts kannst du nicht mal düngen. Ich kann sehr wohl düngen, ansonsten würde ich das Weltjäger nicht so gedüngt bekommen. Ja. Schreibt es einmal gerne in die Kommentare, wie der Herr Kollege so drauf ist beim Traktorfahren. Wahrscheinlich kann er nichts. Sagst du, ey! Hier. Yeah. Jetzt einmal kurz aus. Genau, genau das passt. Ich könnte ein 20 Minuten Video aus Outtakes machen, wo du gegen Laternen gefahren bist. Bitte einmal kurz außer dem Challenge-Projekt, bitte nur einmal alles als Spaß sehen und ja.
Das wollte ich nochmal sagen, weil manchmal kriege ich, manchmal kriege ich Kommentare, ob ihr noch befreundet seid. Programmen oder schneiden können. Mach mal bitte einen Outtake von allen Dinger, wo gegengefahren ist. Okay. Ist so gefühlt gegen alle schon bei der Map hier gefahren. Ja, sag das dem, dem Map-Bastler, der soll da einmal no Kollisionen bauen. Ja. Sagst du es denn echt aus, oder statt soll die Laternen abbauen, weil ich sonst immer gegenfahre? In Real Life baut man nicht die Straßen am Mittelbrat. Na gut. Nein, es gibt auch enge Straßen. So Leute, passt einmal kurz auf. Sehr schlecht ist er. Fährt nur Außenansicht. Alter! Das ist ja immer noch falsch Challenge hier. Da hab ich auch mal Außenansicht. Hier, für dich, Paulus. So, So, nice, das ist geil. Geht es um den Sieg oder um die Niederlage? Na gut, so weit sind wir noch nicht. Da warten uns noch ein paar Folgen, ein paar viele. Ein paar Hunderte, ein paar Tausende. Na gut, so viele Hunderte. Guck mal, wie der da drin hängt, ey. Wie eine Schildkröte. Aber das Blöde ist, dieser komische Werkzeugkasten habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht drauf hier. Braucht den Werkzeugkasten, Mann. Weißt du, was noch drauf nehmen kannst? Was? Ein Allrad-Mod. Ach so, ja. Ich habe gerade mal eine Idee, was ich mache. So. Paulus, nicht für Paulus, für Chris. Hm? Ich will jetzt mal kurz was Schönes platzieren. Hast du mein Video auch schon gesehen? Also hier, selbst du hier. Was denn? So, guck mal. Bleib mal stehen. Jetzt guck mal nach, von dir aus gesehen, nach rechts. Hä, da ist nichts. So, hier. Ah, du kleiner Zigeuner. Ich schenke auf meinen Nacken. Ich schnee, weil ich denke mir so, what the fuck, was spawnt denn da gerade? Jo, wow. Mein Geschenk als jeder Tagesgeschenk. 200 Euro war ganz viel gemacht, ey. Viel Spaß mit deinem Schnee, Mann. Mm, danke, Beihob. Oh Mann, ey. So, dann herrlich, herrlich. Machen wir da weiter mit dem. Die Harmonie, einfach nur herrlich. Jetzt muss ich mir den selber gerade mal kurz angucken. Stell dir mal vor, das ist jetzt dieser Werkzeugkasten, Alter. Nee, da kann nichts. Sieht auch schön aus, Alter. Also wenn ich immer Geschäfte mit dem machen möchte, stelle ich mich immer hier hin. Alter, Vater, Donnerstag rein, ey, das nehmen wir nochmal. So, wir müssen es aber nochmal ein bisschen Gras einfahren, aber eigentlich bräuchte ich mal. Was mache ich da eigentlich gerade? Viecher, hä? Nix. Hier hinten stehen sie alle. Geil, dass wir den einen Mod mit drauf genommen haben. Das heißt, ich brauche gar kein Wasser. Irgendwann verklocke ich das LU ganz ehrlich. Wenn du das machen willst, sag Bescheid, ich helfe dir. Oi, oi, oi. Wie kann ich denn das andere auswählen? Was? Leute. Das andere Wasserteil hier. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was das so gemacht hat in der Folge. Bin ich gespannt. Ach, hier nächstes Objekt. Ah, hab's. Alles gut. Geh doch mal schneller um hier. So, passt. Bestätigen. Der Schneemann kann nichts wie der Streamer. Was? Ich glaube, da wollen doch, aber. Der Schneemann ist schon top. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein guter Ersatz. Also wenn Chrissy die Challenge hier verliert, werde ich nur noch mit dem Schneemann eine Challenge aufnehmen. Machen wir so, okay? Mhm. Was? Ich kann doch nichts unter der Chrissy hier machen, ey. Dann werden die Folgen ja nur halb so geil. Mhm. Will ich schon mal produzieren hier. Schreibt mal bitte in den Chat, Leute. Aus wie beim Chris oder auch in die Kommentare. Soll mir das Pflanzenwachstum auf langsam oder auf schnell machen?
weil es halt so, wenn jetzt wir nichts zu tun haben und die ganze erwarten müssen, halt auch ein bisschen blöd, aber ist halt auch die Sache, wenn es zu schnell geht, aber. Jo, aber dann würde ich sagen, war's das schon mit der Folge. Schaut's gern beim lieben LS-Profi dazu und ja, Link zu ihm ist in der Infobox und schreibt einen netten Kommentar und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so gemacht habt. Also spionieren nicht vergessen. Und dann passt das bis dahin zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.